Herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich bin's, der Kevin, der Kaius. Und wir sind hier gerade frisch in die Wildnis eingedrungen. Und ich gucke mich mal gerade hier einfach nur so ein bisschen um. Aha, okay. Da oben geht's also. Elfenkäfig. Was ist denn da? Aha, aha. Hier gibt's offenbar nachher noch viel zu tun. Ich guck aber erstmal hier in der Ecke. Ach, wie süß. Ich muss ja auch noch Hrefner besiegen, ne? Aber wo ist Hrefner? Komm schon. Was mache ich denn hier? So, da will ich hin. Zu diesem Gebräu. Was ist das? Ah. Knips Klabaster. Rezept. Ah. Ah, gibt es hier etwa bessere Ausrüstung für mich? 6. Uiuiui, hier gibt es aber viel zu gucken auch. Puh. Grendelkraut, schwarze Perlen, perfekter Saphir. Okay. Na gut, das gucke ich mir später mal an. Offscreen, ganz in Ruhe. Jetzt mache ich erstmal hier... wen? Hier, Hrefner. Gegen Hrefner soll ich doch kämpfen. Du stinkst nach dieser Viana Gelbschneid. Hat sie dich geschickt, um ihren hübschen Beutel zurückzufordern? Tja, Pech gehabt. Er gehört jetzt mir. Denkste Puppe. Auf in den Kampf. Soll ich jetzt echt direkt wieder kämpfen? Jo, machen wir. Und wieder ein Gegner. Aber die ist jetzt sogar Rang 12, nicht Rang 11. Die hat sogar 14.600. Ach du Schande. Das ist aber viel. Krass, 14.600, meine Güte. Womit habe ich es hier zu tun, Leute? Und ich bin nicht als erstes am Zug. Oh, das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen. No. Ja, die ist auch noch Todestante. Und ich habe schon wieder das Lebensabonnement nicht ausgelöst. Todesschule, das heißt, die heilt sich auch noch. Minus 25% Heilung. Boah, übel, oder? Oh, den Kampf verliere ich. Das sehe ich jetzt schon. Nee, dafür bin ich jetzt, glaube ich, nicht gerüstet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Das machen wir schon mal dahin. Machst du mir mal ein Turmschild weg, du blöde Rabenfrau. Die sind nicht gerade nett zu mir. Das ist zwar jetzt nett, aber ich kann damit jetzt gerade nicht so viel anfangen. Ich brauche wenigstens eine Feuerklär. Ich brauche mehr. Aber der Typ da rechts, der hat jetzt überhaupt gar nichts drauf. Ne? Also ich habe wieder, so eine einzige Klinge. Damit kriege ich den nicht kaputt. Krieg ich dann noch ein Elementar
Falle und noch eine Feuerklinge und dann kann ich den schon mal wegmachen. Und dann habe ich ja wirklich mehr als genug zu tun mit dieser Rabenfrau, oder? Im anderen habe ich 19.000 abgezogen. Der hat natürlich auch noch eine Schwäche gegen Feuerzauber. Das hat diese Tante jetzt nicht. Ja. Pardon. I'm really sorry. Obwohl, eigentlich könnte ich ja auch den... Eigentlich kann ich auch den Dingeszauber machen. Hier den Vulkanzauber. Warum nicht, ne? Da geht der Typ auch von kaputt. Sowieso. Und hier die Tante kriegt auch noch direkt was abgezogen. Dann mache ich die noch besser. Und spare mir den guten Ifrit direkt für die Tante auf. Und ich muss mich gleich auch schon wieder heilen. Aber jetzt mache ich erstmal einen Angriff. Komm, ich wage es jetzt einfach. Ich müsste mich jetzt heilen, aber ich mache es nicht. Boah, ne? Ich könnte in den Bildschirm reinspringen. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Mist aber auch. Es gab eine Zeit, da habe ich total wenig nur noch verpatzt, ne? Komm, mach ihn direkt mal platt hier. Mistkerl, ja. So. Jetzt ist es doch wieder fair. Ich muss jetzt allerdings Pips sammeln. Obwohl, ich habe ja schon 3. Ja, dann ist ja gut. Das brauchen wir nicht. Komm, kriegt die Tante erstmal. Erstmal nur eine kleine Feuerfalle, mehr nicht. Jetzt heilen wir uns. Minus 15%. Es ist ärgerlich, aber was soll ich machen? Krieg ich das jetzt auch nicht weggezaubert. Auf die Schnelle. Kritisch. Okay, es wird Zeit. Ach, minus 25 sogar. Oh, shit, ey. Na gut, 1000 ist immer noch okay. Okay. Mädchen, noch werde ich dich nicht angreifen. Hab noch einiges vorzubereiten. Oh ja. Erstmal ein Turmschild drauf, das ist gut. Dann wirst du mich jetzt auch nicht angreifen. Hast doch gerade... Hat die das nicht gerade schon mal gemacht? Wie dumm. So, wenn ein Turmschild um mich herum schwebt, dann fühle ich mich gleich schon ein bisschen... sicherer. Meteorit brauche ich überhaupt nicht hierbei. Gut, nein. Täuschen können wir machen. Weil ich gerade das Turmschild drauf habe. Ist das praktisch? Komm, Mädchen. Jetzt macht sie wieder so einen Läppchenangriff, um mein Turmschild wegzumachen. Das ist ganz schön schlau. Wir sind noch nicht fertig miteinander, junge Frau. Jetzt kommt nämlich der dicke Angriff. Naja, mehr oder weniger. Ist jetzt nicht einer der stärksten, aber trotzdem reicht es schon, um mir weh zu tun. 416.
So, ich heile mich nochmal. Muss so sein, Leute, muss so sein. Hey, dauernd macht die das, ne? Nein, ich habe eh noch ein bisschen was vorzubereiten, aber trotzdem. Ich kann mal aufhören damit. Es war aber nett in der letzten, im letzten Kampf, als mein Tierchen mich so geheilt hat. Das war ich doch echt sehr nett. Könnte ruhig öfter vorkommen. War zwar nur 495, aber... Okay. Etwa okay. Ja, wir sammeln noch, wir sammeln noch. Muss man mindestens eine Faust drauf, ne? Eben. So, was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3. Komm, jetzt machen wir schon mal einen Angriff. Und als nächstes könnte dann der Feuerriegel drauf kommen auf die gute Frau. Und jetzt vielleicht einen kritischen Angriff, dann hätten wir es schon geschafft. Oh, schade. Es war noch nicht mal die Hälfte. Shit. Ah, okay. Das war nicht mal die Hälfte, Leute. Ah, kann ich nicht gebrauchen. Na gut, es ist natürlich eben besser gelaufen, weil der ein Eisgegner war. Mann. Na egal. Weiter geht's im Programm. Ach ja, minus 90% und minus 50. Das ist ja lustig, oder? Ja, ja, heilt dich mal. 23, ui, wow. Aber hier die minus 25%, die sind natürlich trotzdem nach wie vor ärgerlich. Das muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Ziel für eine Runde betäuben. Ja, interessant, aber jetzt gerade brauche ich es nicht. Genau. Festigen. Brauche ich jetzt gerade auch nicht. Greifst du mich schon wieder an? So. Ein langer Kampf wieder. Ne? Aber so ist das jetzt hier in Avalon. Und es wird noch länger. Demnächst. Komm, kost mich nix. Ich betäub dich jetzt mal ein bisschen. Hehe. Hab ich noch nie gemacht. Ein Betäubungszauber gewirkt. Wundervoll. Ah, herrlich, oder? Dann machen wir nochmal anfachen. Bist du betäubt? Denn gleich kommt der Feuerregen auf dich. Und der muss wirken. Nee. Die machen wir mal weg. Festigen. Ich bin gerade nicht sehr redegewandt, sorry. Ah, ja klar, täuschen machen wir natürlich nochmal drauf.
Hätte ich ganz vergessen. Oh, da ist die Folge vorbei. Merke ich gerade. Kritischer Angriff, das hört sich aber kritisch im Lager wieder stehen. Ah! Minus 25%. Oh nein, das ist scheiße. Das ist richtig beschissen. Weil... Festigen. So, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.